Im Niger-Delta in Nigeria liegen die Boote an Land, Fischer sind nicht zu sehen. Die Region Ogoniland ist verseucht durch jahrzehntelange Ölförderung. Das Wasser ist nicht trinkbar. Die wenigen verbliebenen Fischer müssen kilometerweit fahren, um noch etwas zu fangen. In diesem Wasser gibt es keine Fische. Es ist verschmutzt durch Rohöl. Da kann kein Fisch überleben. Das Öl macht alles kaputt. Vor einem Jahr hat die Regierung ein groß angelegtes Programm gestartet, mit dem die Region vom Öl befreit werden sollte. 30 Jahre soll das Vorhaben dauern. Es wird von der UNO unterstützt. Der Ölkonzern Shell soll einen Teil der Kosten tragen. Doch bislang ist erst 1% des Geldes geflossen und die Arbeiten haben noch nicht einmal begonnen. Einige Umweltschützer wollen nicht länger warten. Sie pflanzen in Eigenregie Bäume in der verschmutzten Region. Doch das ist wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein im ölverseuchten Niger-Delta.